Das Genussland Oberösterreich präsentierte sich und seine Köstlichkeiten in der Berufsschule 3 in Wels. Die 17 Produzenten suchten dabei vor allem den Kontakt zu den Lehrlingen, den Verkäufern der Genussland-Lebensmittel von morgen. Und da wollen wir wirklich schon bei den Lehrlingen beginnen, um ihnen Argumente zu liefern, die für regionale Produkte einfach sprechen, damit sie das dann wieder dem Kunden weitergeben können. Und dann die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, direkt mit den Produzenten in Kontakt zu treten, Informationen aus erster Hand zu bekommen. Also für uns ist es sehr wichtig. Und so standen die Schüler an den Ständen der Genusslandproduzenten auch hinter den Theken. Dass sie auch die Produzenten kennenlernen und damit sie auch merken, welche Idee steckt hinter den Produkten. Die Schüler sollen auch kennenlernen, Innovation wird belohnt. Das heißt, wir versuchen die jungen Menschen für die Lebensmittel zu begeistern. Begeisterung braucht aber Information, muss aber auch die Betriebe beinhalten, die heute hier ausstellen, mit denen sich die jungen Leute hier gut unterhalten und auch informieren können. Da ist eine Veranstaltung echt super, wo man sagen kann, hey, schaut's, wir haben viele super Produkte und die kann eigentlich quasi produziert vor euch an der Haustür. Also das ist wirklich für uns sehr wertvoll. Wertvoll sind auch die vielen Köstlichkeiten, die im Genussland Oberösterreich produziert werden. Wir produzieren von Butter angefangen bis über Sauerrahm, Schlagobers, Milch natürlich, bis über 18 verschiedene Käsesorten. Ja, bei uns gibt es Saures, traditionell die Essigurgel, Zuchensalat, Russenkraut und dergleichen und etwas neu im Sortiment, die Chutneys, Gemüsechutneys in 4 Sorten haben wir da jetzt. Er führt dann auch ohne Mais und deswegen unterscheiden wir uns mit der Fleischqualität doch von der herkömmlichen Ware. So viel Qualität überzeugt auch die Einkäufer der großen Handelsketten. Es ist zu bemerken seit vielen Jahren, dass der Kunde vermehrt und immer mehr wissen will, woher seine Produkte kommen. Und das wissen nun auch die Verkäufer inspe, die Lehrlinge der Berufsschule. Es ist sehr wichtig eigentlich für mich, dass ich weiß, von wo das herkommt, ob es eine gute Qualität ist, besonders vielleicht beim Fleisch oder bei den Milchprodukten. Es bedeutet sehr viel für die Menschen und andere Personen, also für die Gesundheit und für die regionalen Wirtschaft. Es ist eigentlich sehr gut, weil dann können wir auch in den Geschäften so wichtige Informationen den Kundschaften weitergeben, weil ich glaube, dass die normalen Verkäufer nicht so viel wissen, wie wir jetzt an Informationen gesammelt haben.